Im Folgenden sehen Sie ein Restaurierungsbeispiel mit Hiromi Japanpapieren. Gezeigt wird die Herangehensweise an eine farblich angepasste Intarsie an einer Pergamenturkunde mit gefärbtem und naturfarbenem Japanpapier ohne zusätzliche Retusche am Ende. Benötigt wird neben dem Japanpapier noch Hausenblasenleim, Glucel in Ethanol gelöst, eine Ahle, Pinsel und Gewichte zum beschwerten Trocknen. Mit Hilfe eines selbst hergestellten Farbmusterkeils aus unterschiedlich gefärbten und neutralen Papieren wird zu Beginn der Arbeit der entsprechende Farbton und somit die zu verwendenden Japanpapiere bestimmt. Zunächst wird der Rand der Fehlstelle von der Rückseite dünn mit Hausenblasenleim bestrichen und ein sehr feines 2,5 Gramm Hiromi-Papier aufgelegt, angerieben und beschwert trocknen gelassen. Überstehendes Japanpapier wird einfach abgerissen und die Urkunde mit der Vorderseite nach oben gedreht. Für die erste Intarsie von der Vorderseite wird eine Leuchtfolie unter das Objekt geschoben, eine Hostafanfolie aufgelegt sowie das zu verwendende Japanpapier mit einem Gewicht über der Fehlstelle fixiert. Mit einer Ahle wird nun das Japanpapier exakt am Rand der Fehlstelle entlang perforiert und die Intarsie ausgerissen. Die gefertigte Japanpapier-Intarsie wird mit Hausenblasenleim so eingestrichen, dass überschüssige Flüssigkeit direkt von dem Löschkarton darunter aufgesogen werden kann. Sie wird platziert und angerieben. Dann wird eine kleine Menge Glucel in Ethanol auf die Fehlstelle gegeben und mit einem Teflon-Falzbein die erste Schicht Japanpapier poliert. Durch das Polieren mit Glucel, also dem Verdichten des Japanpapiers, entsteht eine pergamentartige Oberfläche, die den Gesamteindruck optisch zusätzlich verbessert. Anschließend wird die Fehlstelle mit Holitex und Löschkarton abgedeckt und mit Gewichten beschwert trocknen gelassen. Nach dem gezeigten Prinzip wird eine zweite, die nun farbige Intarsie hergestellt, aufgeklebt und poliert. Es folgt eine dritte Intarsie aus naturfarbenem Papier sowie eine vierte Intarsie aus demselben Papier, die separat verklebt, poliert und beschwert getrocknet werden. So entsteht folgender Schichtaufbau. Die fertige Fehlstellenergänzung passt sich farblich perfekt dem Original an, allein durch die Mischung unterschiedlich gefärbter bzw. ungefärbter Japanpapiere. Die Anzahl der aufzubringenden Intarsien wird durch die Dicke des zu restaurierenden Objektes bestimmt und kann variieren.